Okay, willkommen im Epilog. Queen Kong. Die Elfenkönigin, die riesige Elfenkönigin, hat jetzt hier den Bibliothekar entführt und auf den Turm der unsichtbaren Universität geschleppt. Okay, ich rede hier mal den Leuten. Bei diesem Spiel fällt es mir schon schwer, mit einzelnen Personen zu reden, von einer solchen Menge ganz zu schweigen. Ich rede mal mit Oma Wetterwachs. Hallo, junger Mann. Hast du einen angenehmen Tag? Das ist ganz offensichtlich ein Versuch, sarkastisch zu sein. Hast du nichts Besseres zu tun, als hier den ganzen Tag rumzusitzen? Nun, ich kann nicht jeden Tag beobachten, wie ein Mensch von einem Riesenelfen zerfetzt wird. Oh, ja, ich verstehe. Möchtest du wirklich hier sein? Ich meine, dies ist nicht unbedingt ein sicherer Ort, oder? Oh, ich weiß nicht. Es scheint überall dort sicher zu sein, wo du dich aufhältst. Ich habe deine Kommentare in Hinsicht auf das Animationsbudget gehört. Da hat sie recht. Sie möchte dabei zusehen, wie ich abkratze. Nun, dies ist die letzte Szene des Spiels. Andernfalls könnte ich jetzt in Versuchung geraten, eine ziemlich scharfe Antwort zu geben. Entschuldige bitte, ich glaube, ich muss jetzt meine Medizin nehmen. Blasen, erstklassige Blasen. Was machst du hier noch? Was ich hier mache? Nun, eins steht fest, ich sterbe nicht. Ich hab's mit Ertrinken und Erstechen versucht. Auch mit Erhängen. Ich sag dir, es ist sehr langweilig, eine ganze Nacht am Strick zu baumeln. Ja, sicher, ich... Anschließend setzte ich alle meine Hoffnungen auf Gift. Giftschlangen, giftiger Efeu, der eine oder andere Gifttrank. Sogar mit dem Tiefseebläfisch hab ich's probiert. Aber glaubst du vielleicht, dass ich tot umgefallen bin? Von wegen! Ich suchte jenes Restaurant, das in ganz Ankh-Morpork den schlechtesten Ruf genießt. Es war nicht leicht zu finden. Dort bekam ich eine Mahlzeit, die eine Ratte namens Herbert zubereitete, ohne Erfolg. Heutzutage kriegt man nicht mal mehr eine anständige Lebensmittelvergiftung. Zu meiner Zeit musste man um sein Leben fürchten, wenn man ein Straßencafé besuchte. Dort gab es mehrere Todesursachen zur Auswahl. Verdorbene Nahrungsmittel, Blei von den Kochtöpfen, Glassplitter. Ja, hör mal, ich muss jetzt gehen. Einen halben Ankh-Morpork-Dollar hat's mich gekostet. Nur für ein Stück bereits halb geblähten Bläfisch. Wenn in solchem Preis hätte ich die Ratte Herbert als Nachtisch bekommen sollen. Ich frage dich, wie soll man heutzutage ins Jenseits wechseln? Ich werde sterben. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue... Okay, was ist hier sonst noch? Der Turm. Au! Entschuldige, hab kurz die Kontrolle über mich verloren. Ich hoffe, es geht dem kleinen Kerl da oben soweit ganz gut. Ich rette ihn bald. Nimm das für die Trompete des Lumpensammlers. Jahrtausend hat dort Krevetten. Ja, es ist sehr romantisch, nicht wahr? Mist und verflucht. Brech den Keks für eine raffinierte Hose. Ich hab's ja gesagt. Tja, unter der harten Schale verbirgt sich doch ein weicher Kern. Sie ist ziemlich groß, aber es heißt, solche Dinge seien nicht sehr wichtig. Eigentlich geben Sie ein tolles Paar ab, stimmt's? Mist und verflucht? Ich meine, der Bibliothekar und die Riesin. Glaubst du, wir sollten ihn retten, Dekan? Hm? Ich habe mich gerade gefragt, ob wir sie retten müssen. Vielleicht ist es besser, der Natur ihren Lauf zu lassen. Er hat ein Pferd, nicht wahr? Wie will er es zum oberen Teil des Turms bringen, wenn die große Frau im Weg ist? Blasen, erstklassige Blasen. Hier kann ich sonst mit niemandem reden. Ich kann mit Schnapper reden. Kann ich irgendwie raus? Was haben wir in der Truhe? Feldflasche, Meer, Okay. Blasen, erstklassige Blasen. Nur 10 Ankh-Morpork-Cent pro Stück und damit treibe ich mich selbst in den Ruin. Blasen? Meinst du wirklich Blasen?
Ja, Blasenfreund, Vorläufer des bekannteren Gummiballons, an dem sich Kinder freuen. Das ist sogar wahr. Wer sagt, dass Computer nicht die Bildung fördern? Ich habe Schafsblasen, Wühlmausblasen, Elchblasen. Wenn du eine Blase möchtest, bist du bei mir an genau der richtigen Adresse. Das glaube ich dir. Weißt du, man kann sie nicht nur aufblasen. Eine gute Blase lässt sich auf vielfältige Weise nutzen. Obwohl mir ehrlich gesagt derzeit nur ein oder zwei Möglichkeiten einfallen, nun eigentlich nur eine. Tierblasen. Stimmt, Chef. Spielzeuge für Kinder. Wundervolle Idee, nicht wahr? Hältst du es für richtig, die Eingeweide von Tieren als Kinderspielzeug zu verwenden? Nun, wenn man darüber nachdenkt, den Magen benutzt man für besondere kulinarische Spezialitäten, den Darm für Wursthaut. Da fällt mir ein, es gibt einen Teil, den niemand will. Ich könnte mir einen ganzen Stapel davon besorgen. Nein, warte, das geht zu weit. Blasen, das kann ich fast noch verstehen. Aber ich lasse nicht zu, dass du Kindern Spielzeuge gibst, die... Was hast du gegen Schädel? Man könnte kleine Trommeln daraus machen, Kastagnetten, kleine Sparbüchsen. Schädel? Oh gut, na schön, dagegen gibt es nichts einzuwenden. Von mir aus kannst du später Tierschädel verkaufen. Es muss später sein, Chef. Ich versuche noch immer, die gestern aus Tierdickdarm hergestellten Schemel loszuwerden. Na schön, ich möchte einige Blasen kaufen. In Ordnung, Chef. Welche Sorte? Wir haben die Blasen von Ratten, gewöhnlichen Mäusen, Feldmäusen, Wühlmäusen, klatschianischen Killermäusen. Killermäuse? Du hast sicher schon von ihnen gehört. Sie sind fast 2 Meter lang, haben giftige Stachel und Schneidezähne wie Meißel. Ich habe Mäuse immer für niedliche kleine Tiere gehalten. Du weißt schon, klein und braun mit Pelz bedeckt. Bei diesen sieht die Sache anders aus. Es fiele ihnen nicht schwer, dir den Arm abzubeißen. Sie haben ganze Kontinente verwüstet. Sie vernichteten Schiffe mit jungen Hunden, kleinen Kätzchen und unschuldigen Nonnen. Einen Augenblick. Die Dinger sehen aus wie Schafsblasen. Es ist schon schlimm, wenn wichtige Organe armer Schafe als Kinderballons herumfliegen. Schafe? Auf keinen Fall wäre ich imstande, reizenden Geschöpfen mit weicher Wolle und großen braunen Augen etwas zuleide zu tun. Nein, völlig ausgeschlossen. Das ist die reine Wahrheit. Diese Blasen stammen von klatschianischen Mäusen. Von so gemeinen, gefährlichen, durchtriebenen und psychotischen Geschöpfen, dass die Jäger Medaillen für ihre Verdienste ums Allgemeinwohl bekamen. Klatschianische Mäuse sind mit tollwütigen Haien auf Beinen zu vergleichen. Oh, wenn das so ist, dann gib mir einige Blasen. Sofort, Chef. Hoffentlich hatten die Biester Zeit, vorher zur Toilette zu gehen. Okay, jetzt habe ich Blasen. Kann ich mir den Besen leihen von Oma Wetterwachs? Lass die Finger davon. So etwas steht Leuten wie dir nicht zu. Okay. Da ist der Rabe. Hübsche Polly. Das sollte ich besser lassen. Oma Wetterwachs könnte eifersüchtig werden. Kann ich sie dazu bringen, in den Raben zu schlüpfen? Nein. Ich habe noch nicht einmal gefragt. Na schön, frag. Schon besser. Nun, kann ich bitte den fliegenden Besen haben? Nein. Na bitte, es kann eben nicht schaden, die richtigen Umgangsformen zu beachten. Wenn du nun gestattest, offenbar muss ich mit irgendeiner blöden Suche beginnen, um dieses verdammte Ding von dir zu bekommen. Kannst du dein Selbst in den Raben projizieren? Ja, damit kenne ich mich gut aus. Ach komm schon. Du bist sicher nicht imstande, dein gesamtes Wissen und all deine Erfahrungen im Gehirn eines Vogels unterzubringen. Doch, das bin ich. Pass auf. Eine clevere Frau und gleichzeitig seltsam dumm. Wie die meisten Menschen. Okay, jetzt kann ich mit dem... Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Jetzt kann ich mit dem Besen den Turm hochfliegen. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Doch nicht? Muss ich irgendwie die Blasen noch benutzen als... Das kann ich nicht in den Blasen unterbringen.
Was soll ich damit anfangen? Mich draufsetzen und wegfliegen? Kann ich die Blasen irgendwie mit irgendwas füllen? Mit Wasser? Ah, okay, jetzt habe ich mit Jungbrunnenwasser gefüllte Wasserballons. Blasen, erstklassige Blasen. Was ist denn jetzt? Die Toten haben es verdient, in Frieden zu ruhen. Lauf! Da fällt eine riesige Frau! Und dann so etwas. Zu meiner Zeit waren Frauen zart und zurückhaltend, keine 20 Meter großen Ungeheuer wie heute. Und ich bin ziemlich sicher, dass sie zu meiner Zeit einen Schlüpfer trugen. Etwas später. Da bist du ja endlich! Wo hast du bloß gesteckt? Entschuldige, ich habe eine sehr verwirrende Woche hinter mir. Verwirrend? Ich bin seit 10:30 am Dienstagmorgen untot. Ich will mich ja nicht beklagen, aber seit meinem Tod habe ich einen halben Dollar für Bläfisch vergeudet. Man sollte meinen, das Leben nach dem Tode sei billiger. Ich habe mich entschuldigt, oder? Komm! Genehmigen wir uns was Pikantes, bevor wir gehen. Ich lade dich ein. Oh, das ist sehr nett von dir. Übrigens, ich habe es mit Erhängen, Ertrinken, Gift und Verkehrsunfällen versucht. Ich habe mir sogar improvisierten Jazz angehört und mir dabei gewünscht, tot zu sein. Oder dass die Musiker tot sind. Wie habe ich es schließlich doch noch geschafft, ganz ins Jenseits zu wechseln? Eine riesige Elfenkönigin hat sich auf dich gesetzt. Eine solche Möglichkeit wäre mir nicht in den Sinn gekommen, aber wenn man schon sterben muss. Ja! Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Spiel. Ich hatte es auf jeden Fall. Ich fand es richtig gut. Tatsächlich, die Grafik, die Zeichentrickgrafik, fand ich richtig Hammer. Ja, ab und an hatte das Spiel irgendwie nur 15 FPS und da hat es ein bisschen, da hat man gesehen, dass da die Animationen noch nicht so hundertprozentig flüssig waren, aber man hat gesehen, wo es hingeht. Und ich finde es eigentlich schade, dass es heutzutage es gibt kaum noch 2D-Spiele mit richtig, richtig beeindruckender Cartoon-Grafik. Und das fand ich hier gerade richtig, richtig schön. Außerdem fand ich, dass der Scheibenwelthumor jetzt hier im zweiten Teil tatsächlich besser eingefangen wurde als im ersten. Der erste war teilweise ein bisschen klamaukig. Hier war das richtig schöner, trockener Scheibenwelthumor. Tolles Spiel. Hat mir gefallen. Ich hoffe, euch auch. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Haltet die Ohren steif und die Knochen und die Sense und ja, dann sehen wir uns. Tschö. No more.
death.